Bauleitplanung verständlich erklärt. Gewerbebetriebe sind auf ihre Standortsicherheit angewiesen. Für die betriebliche Zukunft ist die planungsrechtliche Situation eines Standortes ebenso wichtig wie Fragen des Marktes, der Produkte und des Managements. Für jeden Betrieb gilt es, rechtzeitig Vorsorge zu treffen und die Entwicklungsmöglichkeiten offen zu halten. Der sogenannte Bebauungsplan ist für die betriebliche Tätigkeit auf einem Grundstück von entscheidender Bedeutung. Unter Umständen können Unternehmen an ihrem Standort ihren Betrieb nicht mehr erweitern oder sind anderen Einschränkungen unterworfen, zum Beispiel dem Lärmschutz. Die Festsetzungen im Bebauungsplan müssen strikt eingehalten werden und diese werden bei allen baulichen Vorhaben oder Nutzungsänderungen von der Baugenehmigungsbehörde überprüft. Was auf einem Grundstück getan werden darf, regelt die Bauleitplanung. Was ist das? Als Bauleitplanung wird die förmliche, raumbezogene Planung der Städte und Gemeinden bezeichnet. Sie betrifft alle privaten und öffentlichen Grundstücke einer Gemeinde. Die konkrete Umsetzung der Bauleitplanung findet im Bebauungsplan statt. Welche Inhalte hat dieser genau? Der Bebauungsplan setzt unter anderem fest: Art der zulässigen Nutzung, zum Beispiel Gewerbegebiet oder Wohngebiet. Überbaubare Fläche. Maß der baulichen Nutzung, zum Beispiel die Anzahl der Geschosse. Die Bauweise, zum Beispiel geschlossene Bauweise oder nur Doppelhäuser zulässig. Verkehrsflächen und textliche Festsetzungen. Zum Beispiel ist da nur nicht störendes Gewerbe zulässig oder es werden bestimmte Lärmgrenzen festgesetzt. Wie läuft das Aufstellungs- oder das Änderungsverfahren des Bebauungsplans? Der Aufstellungsbeschluss und der Entwurf der Planung werden im Amtsblatt bekannt gemacht und an die sogenannten Träger öffentlicher Belange versandt. Ihre jeweilige IHK ist als Träger öffentlicher Belange an den meisten Planverfahren beteiligt. Diese können Anregungen und Vorbehalte zu den Planungen äußern, deren Berücksichtigung durch die Kommune abgewogen wird. Danach findet eine öffentliche Auslage der Planung statt. Zu diesem Zeitpunkt können sich alle, die sich davon betroffen sehen, in der festgelegten Frist dazu äußern. Die eingegangenen Anregungen und Vorbehalte werden wieder geprüft und abgewogen. Die endgültige Planfassung wird von der Kommune beschlossen. Was muss ein Unternehmen tun, um seinen Standort zu sichern? Einerseits informiert bleiben. Die IHK informiert Sie auf der Webseite über aktuelle Bebauungsplanverfahren und andererseits reagieren. Die IHK sollte über Ziele zur Sicherung und Entwicklung des Betriebsstandortes frühzeitig informiert werden, damit sie gemeinsam analysieren kann, welche Probleme im Zusammenhang mit der Planung auftreten. Wie unterstützt die IHK die Unternehmen in der Bauleitplanung? Die IHK vertritt die Interessen der gewerblichen Wirtschaft und setzt sich für eine ausreichende Bereitstellung von geeigneten Flächen für Industrie, Gewerbe, Handel sowie Infrastruktur ein. Die IHK achtet darauf, mögliche Beeinträchtigungen gewerblicher Nutzung zu erkennen und auszuschließen. Bedürfnisse einzelner Betriebe werden dabei berücksichtigt, soweit diese dem Gesamtinteresse der gewerblichen Wirtschaft nicht entgegenstehen. Weitere Informationen zum Thema Bauleitplanung erhalten Sie auf unserer Internetseite. Die Mitarbeiter der IHK stehen Ihnen bei Fragen der Bauleitplanung und darüber hinaus auf den Gebieten Planen und Bauen mit Rat und Tat zur Seite.